Was hat die Wende mit der EU zu tun? Ja, zunächst die Sehnsucht war nach der Katastrophe zweier Weltkriege einen friedlichen Rahmen für Europa zu schaffen. Das war nur in der einen Hälfte möglich, weil diese in Konfrontation mit der anderen Hälfte gelebt hat. Und daher ist die Wende die Voraussetzung dafür, dass das möglich wird. Wir haben es noch nicht ganz geschafft. Wie kann Europa wachsen, zusammenwachsen? Weiter wachsen. Bei besserer Kenntnis. Ja. Und das ist, glaube ich, das Zweite, und es ist hier vorher genannt worden, mit dem Begriff des Traumes. Ja. Ich glaube, dass Europa sehr wesentlich in den guten Teilen, die es in der Geschichte beigetragen hat, weil es Träume gehabt hat. Nicht zuletzt die Träume von den Menschenrechten, die Träume von der Freiheit, die Träume von der Demokratie, die Träume von irgendwelchen gemeinsamen Ideen. Träumen von der Gemeinsamkeit und der Verschiedenheit. Das fehlt im Moment. Ich glaube, wir tun uns momentan mit Träumen sehr schwer. Mag sein, dass wir zu stark schwer gegessen haben. Und das sind dann eher alte Träume, die uns befallen. Frage, wo ist der Ursprung des Europa-Gedanken? Das ist eine schöne Frage. Also wir haben seinerzeit noch in der Schule gelernt, der ist mythologisch. Das ist diese etwas schräge Liebesgeschichte des Zeus mit der Europa. Das hat gar nichts damit zu tun. Der Ursprung Europa kommt im Wort, das Wort Europa kommt aus dem Assyrischen. Das heißt Erib, das ist das Dunkle. Es ist nämlich in Wirklichkeit die Gegend, wo von den Assyrern gesehen ist, die untergegangen ist. Ein bisschen geistert der Begriff des Abendlandes bei uns auch noch durch die Gegend. Also da hat es sozusagen ein bisschen schwierig. In Wahrheit ist Europa eine Summation von historischen Erfahrungen. Gibt es deiner Meinung nach eine Art dritten Weg? Also in Wirklichkeit sind das alles Versatzstücke aus dem Museum Imaginär, aus dem imaginären Museum, ja, die in Wahrheit durch die Zeit überholt sind. Ja. Ich glaube, das sind alles Lösungsmodelle der Vergangenheit, die mit den neuen Wirklichkeiten einfach nichts zu tun haben. Was soll auf welcher Ebene geregelt werden? Da gibt es eine Menge Dinge, die regional notwendig sind, wobei man gleich dazu sagen muss, dass die nationalen Grenzen, die wir haben, das Regionale in einem hohen Ausmaß behindern. Ich bin zum Beispiel ein bisschen zuständig für die Zusammenarbeit entlang der Donau. Da sind die Staatsgrenzen ein ungeheures Problem, während eben die Donauregion gemeinsam ist. Fragen Sie ein Beweisstück, das sind die Überschwemmungen. Die Überschwemmungen begreifen nicht, dass es Staatsgrenzen gibt, sondern das Wasser rinnt einfach weiter. Europa noch zu retten, sozusagen. Ja, Europa ist zu retten, wenn es sich selber rettet. Was haben wir noch nicht ganz geschafft? Wir haben noch nicht ganz geschafft, zu wissen, auf der einen Seite, wer auf der anderen Seite wirklich wohnt. Wir haben keine Vorstellungen, zum Beispiel über Distanzen. Noch immer glaubt ein Großteil der Wiener, dass Prag östlich von Wien liegt. Ein tüchtiges Stück westlich von Wien. Und unlängst war ich in Bregenz und gesagt, naja, von Wien nach Bregenz ist genauso weit wie von Wien nach Uschgorod. Uschgorod, wo ist Uschgorod? Erste größere Stadt in der Ukraine. Also wir kennen die Teile Europas nicht. Und das geht dann sehr tief. Es sind noch jede Menge Grenzen vorhanden. Da kann noch sehr viel fallen.